Mein Name ist Daniel Mieski und ich führe gemeinsam mit meiner Familie da im oberösterreichischen Voralpenland, genauer gesagt in der kleinen Gemeinde Pfaffing, einen Bio-Heumilchbetrieb. Wir bewirtschaften den Betrieb schon seit unzähligen Generationen, seit mittlerweile fast 30 Jahren schon biologisch. Besonderheit natürlich durch das, dass wir schon so lange biologisch sind, ist die Weidewirtschaft. Wir haben ungefähr 8 Hektar arrondiert an unserem Stall Grünland, wo unsere Kühe eigentlich von März bis Oktober, teilweise sogar November, auf die Weide dürfen. Unsere produzierte Bio-Heumilch geht ungefähr zu 50% einer Hartkäserei. Die andere Hälfte verarbeiten wir direkt am Betrieb in unserer eigenen Hofmolkerei. Da produzieren wir zum Beispiel Joghurt, Rahm und natürlich auch Frischmilch. Seit über 20 Jahren leben unsere Kühe in einem umbauten Anbindehaltungsstall, der zum Laufstall umgebaut worden ist. Damals haben wir nur ungefähr die Hälfte an Milchkühe gehabt. Es ist ein Vierer Side-by-Side damals eingebaut worden, der einfach mit der Herdenaufstockung, die langsam in die 20 Jahre passiert ist, langsam zu klein geworden ist. Wir haben sich dann die Frage gestellt, in welche Richtung wollen wir gehen. Uns war da wichtig, dass wir in Zukunft da wesentlich flexibler bleiben. Wir wollten eine Milchtechnik, die optimal zu unserer Kühe passt. Für mich und auch für meine Familie hat der Milchroboter neben der Flexibilität im Arbeitsalltag natürlich auch eine wahnsinnige Zeiteinsparung im Gegensatz zum alten, viel zu kleinen Milchstand gebracht. Was man aber dazu sagen muss und was viel wichtiger ist eigentlich auch, dass die Kühe das wahnsinnig gut angenommen haben. Man merkt es einfach, sie gingen richtig gern Möcher. Wir haben uns damals für einen Roboter von der Firma Bomatic entschieden. Unter anderem aus den Gründen, weil er sehr offen gebaut ist. Die Kuh hat eigentlich links und rechts einen super Blick. Unsere Kühe sind behornt und da haben wir bei den Robotern die Herausforderung, dass die für die Fleckvieh-Kühe, die relativ breite Hörner haben, teilweise nicht geeignet sind. Der Bomatic-Roboter oder breite Futterschüssel ist vorn sehr offen mit den Gitter und so hat bei uns eigentlich keine Kuh Probleme mit dem Roboter. Ein dritter Punkt war das Baukostensystem. Da war es super, weil wir eigentlich in einem bestehenden Abkolbebereich, der nicht mehr benutzt worden ist, den Roboter als ein Ganze mit dem kompletten Baukostensystem, so wie er kommt, einfach eingestellt haben, angeschlossen haben und eigentlich ein paar Tage später ist der gerannt. Also das ist wirklich ohne großen Aufwand vonstatten gegangen. Ein Grund, warum unsere Kühe den Roboter so gut annehmen, ist sicher auch, weil es durch den vorherigen Side-by-Side-Milchstand das Melken zwischen die Hinterbeine eigentlich schon gewohnt waren und das für die Kühe jetzt keine Umstellung war. Für uns ist unterm Strich die Weidehaltung in Kombination mit dem Melkroboter zwar eine Herausforderung, aber auf alle Fälle eine Herausforderung, die man gut bewältigen kann mit dem richtigen Management. Unterm Strich würde man sich jederzeit wieder für einen Bomatic-Melkroboter entscheiden.